Hallo und herzlich willkommen zur Kampagne von Black Ops 6. Wir haben Chilling Sunday. Ich habe nicht wirklich vorgesucht. Was ist das denn? Nutze Beweismaterial. Nee, ich habe mich gerade an dem Easter Egg versucht. Anschaffung haben wir nichts mehr, ne? Ja gut, komm, dann gehen wir. Nächste Mission. Im Irak mit Saddam. Ja, hau rein. Der gesuchte Palast liegt im Westirak, in der syrischen Wüste. Aber es gibt ein Problem. Desert Storm. Koalitionsstreitkräfte haben die Operation gegen Saddam Hussein vor 2 Wochen gestartet. Sie schalten so viele strategische Ziele wie möglich aus der Luft aus. Der Palast steht noch, aber nicht mehr lange. Britische SAS-Truppen machen am Boden Jagd auf mobile Scud-Plattformen. Sie haben den Palast für eine Bombardierung markiert. Das darf nicht passieren. Pantheon versteckt irgendwas im Bunker unter dem Palast. Wird er zerstört, verlieren wir die Spur. Eine alte Bekannte beim MI6 schuldet mir einen Gefallen. Sie zwang den SAS, den Luftangriff zu verschieben, aber das hat seinen Preis. Wir geben uns als Delta Force-Einheiten aus, damit diese Helen Park uns an die Front bringen kann. Dann helfen wir dem SAS, die Scuds zu beseitigen. Danach gehört der Palast uns. Na, guck mal. Der SAS will die Scuds zerstören und ihr wollt ihr den Palast. Wir glauben, die Iraker könnten sie jederzeit abfeuern. Zerstören wir die Werfer. Wir flankieren die erste Stellung. Hey, Park, nimm deine Amis gefälligst an die kurze Leine. Da! Die Scud! Sie startet schon! Noch ein Viertelkilometer weiter! Kannst du Gas geben? Aktivität! Warte mal, die haben doch vielleicht Kohle. Wir sind auf der anderen Seite der Schlucht. Nähern uns dem Ziel. Schneller! Verdammt! Schaltet sie aus! Gesichert. Jekyll 1-1, sind gleich in Position. Wir sind auf der Erhöhung. Legen wir los. Circa ein Dutzend Ziele da unten. Bewegung, sie starten sie. Habe ich ihn jetzt hier? Ja, da. Sicher! Case, platziere eine Ladung an der Scud! Geh mit Deckung! Runter da, Jekyll 2! Jekyll 2, worauf wartet ihr? Habe ich keine Ladung, oder? Ach so. Scheiß weg und entladet die Trucks. Bestätigt. Wir richten hier ein Lager ein. Deine Crew ist nicht schlecht, Park. Ha, mal sehen, was die sonst noch können. Das wird jetzt unsere neue Operationsbasis. Echt? Hier,
Du hast die Ehre, die Taktikkarte zu tragen. Ei, Jesus. Meine Fresse. Verwende die Taktikkarte, um Ziele zu verfolgen, per Schnellreise zu entdecken, Orten zu reisen und das Einsatzgebiet zu navigieren. Es ist ein recht großes Gebiet. Sie wird dir nützlich sein. Wir müssen noch 3 Skat-Stellungen neutralisieren. Bleib wachsam da draußen. Vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Ja, toll. Das ist ja geil. Gladney hilft deinem Team in den Palast hinein, wenn er die Skats zerstört. Helft ihm. Mal sehen, ob er sein Wort hält. Rede selbst mit ihm, wenn du willst. Er bleibt hier und koordiniert die Logistik für den SAS. Cool. Wenn du bereit für den Einsatz bist, folgen wir dir. Ja, dann folge ich mal. Habe ich ein Auto? Mehr als genug Waffen. Nimm dir, was du willst. Nimm was von dem C4 mit. Das Zeug zerfetzt deine Scud-Raketenplattform. Ja, sagst du. Wir brechen auf, sobald du ausgerüstet bist. Weggabelung voraus. Ups. Ich höre Schüsse von rechts. Hinter den Dünen. Vorsicht! Hier spricht Lieutenant Colonel Bannon von der Delta Force. Er bittet sofortige Unterstützung. Ziele, in Deckung. Stehen beim Heli unter schwerem Beschuss. Nicht zurück! Er bittet Unterstützung. Hört jemand? Das Ziel ist verletzt und im Vogel am Boden. Vorher zum... Ach, ganz egal. Du musst einen Luftschlag rufen. Das Terminal ist im Heli. Los! Hast du Geld? Ich brauche Geld, Junge. Ohne Geld mache ich nichts hier. Ist im Heli, im Vorderteil. Hier Diesel 2-1. Nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Luftschlag kommt. Halte durch, bis sie hier sind. Die Verwandten rollen an. Verdammt, die versuchen uns einzukesseln. Eieieiei, alles klar. Die schießen scharf, die Jungs. Hier Diesel 2-1, nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Luftschlag kommt. Halte durch, bis sie hier sind. Panzerwagen rollen an. Versuchen uns einzukesseln. Diesel 2-1 ist 1 Kilometer entfernt. Diesel 2-1 der Luftflugziele. Der Luftflugsoldat, anfordern! Anfordern, ja. Mach ich. Komm schon, Soldat. Achtung, Beschuss in unmittelbarer Nähe. Zerstörerische Welle. Trophäe. Oh, sorry. Diesel 2-1 einsatzbereit. Bombe abgebaut. Na dann? Achtung, Beschuss in unmittelbarer Nähe.
Alter! Ach, ich soll. Wahrscheinlich soll ich die. Soll ich die Trucks damit platt machen, ne? Hier Diesel 2-1, nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Alles klar. Luftschlag kommt! Halte durch, bis sie hier sind! Panzerwagen rollen an! Verdammt, die versuchen uns einzukesseln! Gut, dann überfliege ich nochmal. Ziele erfasst. Diesel 2-1 zieht sich zurück. Dachte, wir wären gescheitert, bis ihr aufgetaucht seid. Danke. Von einer Delta-Einheit zur anderen. Mhm. Behaltet das Headcom. Viel cool. Erfolg. Cool. Ziel erfüllt. Wunderbar. So. Aber da wollte ich ja hin. Ein Luftschlag. Nettes Abschiedsgeschenk. Luftschlag haben wir gekriegt. Ja. Luftschlag haben wir gekriegt. Schön. Hinter der Erhöhung, seht ihr? Radarschüsse, südlich von hier. Da drüben, der orange Rauch markiert eine Vorratslieferung. Könnte einen Blick wert sein. Feinde wollen unser Zeug stehlen. Wer die da? Ist so Feind? Nix hier Zeug stehlen. Mein Zeug. Wie komme ich da hoch? Ich halte die Augen offen. Mach mal. Das wird uns helfen. Wir sollten mitnehmen, was wir finden. Wir müssen weiter. Das könnte gegen die Skat helfen. Echt? Sagst du so? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Komm, dann nehmen wir das hier und dann arbeiten wir uns hier zur Skat vor. Ja. Im Idealfall, dass sie noch nicht funktioniert. Dünenmeer. Ich mache hier alles, ne? Ist klar, ne? Warte mal. Ne, ist richtig. Was krieg ich denn da noch angezeigt hier auf 200 Radarschüsseln? Ja, die wollen wir danach machen. Mann, diese Dünen sind endlos.
Haltet die Augen auf. Vorsicht, hab ein Feindlager in den Dünen entdeckt. Hab Feinde im Visier. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Okay. Gute Arbeit mit der Fernlenkladung. Hier sind noch mehr ungewöhnliche Feinde. Feindgesichte! Sie haben Fernlenkladungen. Keine Iraker. Alle Feinde. Wir haben wirklich viele Ressourcen. Bisschen hart, oder? Deckung geben, ja, bitte. Nee. Wo du nicht hinschießt. Was war das? Wir sollten sicher sein. Ich glaube, das ist es. Alles klar. Tag 1 der Oktoberstudie. Die Testpersonen, zwei Brüder, werden behandelt. Patient A per Injektion und Patient B per Inhalation. Ihre Pupillen sind geweitet, Vitalwerte stabil. Ich sehe doch das Geld. Ergebnisse folgen. Pantheon hat mit Brüdern... Ich will das Geld haben, nicht die scheiß Flinte da. Behandlungsmethoden. Aber Behandlung womit? Was haben wir hier? Eine Panzerung. Wie viel kriege ich denn? Eine nur? Aber wir haben Geld. Naja, nur eine. Dabei. Seit Sand erfunden wurde. XM4. Die habe ich im Zombie-Modus schon auf Gold geschossen. Ja gut, dann haben wir das, Jungs. Ne? So ein Packet Geld und... ein paar Platten. So ein Zeug halt. Weiß ich nicht, gefällt mir. So, das haben wir. So, dann nehmen wir den hier, ne? Ja.
Eine geheimnisvolle Gruppierung scheint es tatsächlich zu geben, Alpha. Alarm, da traust du was? Mich kann er nicht überfahren? Das prangere ich an. Tu nicht so überrascht. Los! Was? Wer war das? Zu weit weg. Voll. Okay. In der Nähe ist ein verbündeter Speer. Ein verbündeter Speer. Hey Delta, ich habe Informationen. Bin im umzäunten Bereich auf der Neutralisiere Scudwerfer mit Hilfe von Sprengstoff oder Ausrüstung, die über das Einsatzgebiet verteilt ist. Gehe jede Scud-Stellung nach Belieben an. Entwickle deine eigene Strategie. Willst sagen da oder wo? Hier ist er nicht drin. Der Dude. Auf 3 Uhr. 3 Uhr. Da. Okay. Schön euch zu sehen, Delta. Ich zeige euch, was ich sehe. Cool. Junge. Fährt der Patrouille oder bleibt er stehen? Fährt wohl Patrouille. Da ist so ein Schalldämpfer drauf, ne? Gut. Meine Herren, das sind Scharfschützen? Nee, ne? Nicht gefunden. Wo ist das scheiß Auto jetzt hin? Kommt das nochmal? Da hinten kommt das. Alles klar, schon unterwegs. Schön einen Verbündeten zu sehen. Machen wir nochmal. Der geht ja ratzfatz, der. Alles klar, schon unterwegs. Schön, einen Verbündeten zu sehen. Das waren alle.
Mörser, achso, den habe ich permanent. So cool. Ups. Ja, früher war immer Steuerkreuz nach rechts. Der fährt ja noch. Ist auch noch nicht bereit. Ja. Alter. Er hat einen direkten Treffer gekriegt, das Ding da, weiß er? Geht nicht drauf. Na gut. Danke, Adler. Jetzt hättest du fast wie in Skyrim. Unterwegs! Ja, unterwegs. Ich warte auf den Scheiß Mörser. Fände ich jedenfalls gut, wenn der Mörser dann mal das Ding erledigen würde. Mörserschlag verfügbar. Mörser ist auf dem Weg. Endlich. Kannst du haben.
Hier müssen aber wohl noch Feinde sein, weil Musik läuft noch. Er ist schon im Loot-Modus, wenn... Keine Geheimdaten. Ah. Ah, da unten sind noch welche. Da sind auch noch welche. Sag mal, haben wir bei der Armee keine Taschenlampen? Nein. Kameras haben wir. Aber da liegt Kohle. Alles klar. Ja, meine Moon ist alle. Das ist nicht so gut. Gehen wir mal hier auf den Sack. Ja, eine weniger, noch zwei übrig. Die restlichen kann man an einer Hand abzählen. Ne, sind wir nicht. Wo bist du drauf? Wir sind hier fertig. Wo ist er drauf? Ich habe ja noch nicht das ganze Geld gefunden. Da. Siehst du? Der Edler wieder, weißt du? Der Edler. Das hab ich schon mal so gesehen. Das ist Recycling. Oder? Ich war hier schon drin, aber. Ne, war ich noch nicht, oder? Okay, wir haben ja alles. Bist das? Okay. Ja, die Karre, die steht jetzt da vorne, ne? Schnellreise? Das geht. Achtet auf die Raketenstellungen.
Wenn wir die ausschalten, haben wir die Lufthoheit. Sag bloß. Er lässt schon hier für Baustelle Geld rumliegen, ne? Aber ich muss gucken. Scharfschützengewehr. Mit die Schalldämpfer. Und die Dudes, die hier gerade auf der Lauer lagen, die sind weg oder weh? Na Gott. Dann machen wir mal eine schnelle Reise. Also wie verfahren wir denn jetzt hier? Ja, ich würde dann gerne hier... Bam, 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 bam. Oder bam, 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 bam. Ja, den Rest holen wir auch noch, ne? Wobei, komm mal. Dann düst erstmal dahin. Dann kannst du so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Genau, so rum machen wir das. Das ist, so ist das vernünftig. Zurück zum Truck. Ich hab schon Besseres gesehen, aber sie sind in der Überzahl. Ich glaube, ab hier rechnen die mit uns. Sollten ab hier auch. Ich mag herzliche Begrüßungen. Ziemlich viel nichts, darum zu kämpfen. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Nicht wirklich. Ego, Unsicherheit, Macht. Wir kämpfen gegen einen Narzissten, kein Fanatiker. Ihr seid Idioten. Feinde, zu deiner Rechten. Ihr kämpft dafür, dass wir weiter beschäftigt. Oh, 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 oh. Ja. Wir haben eine Rakete. Ausgezeichnet. Schaltet alle Luftabwehrraketen aus. Dann können wir Heli-Unterstützung was, ja? Das war's. Soll den kaputt machen? Okay. Keine Zeit zu verschwenden. Das macht eine weniger. Ja. Wenn die anderen zwei zerstören, verlieren die Iraker die Lufthoheit in der Region. Ja, aber wir brauchen Kohle. Wann hatten die Iraker denn mal Luftüberlegenheit? Ihr habt die 2 Wochen lang in Grund und Boden bombardiert. Ah, nee, das war der zweite, ne? Im ersten. Ah, der erste war so, den habe ich mit 10 habe ich den mitgekriegt. Aber das war auch nicht so pralle. Also, da, das war wie Klitschko gegen 3-Jährigen. Das ging auch nur um Öl und nicht um irgendwelche, was ihr euch da, Ego und sonst was. Habt ihr doch nicht alle. Ego. Kohle. Immer dasselbe. Geht immer nur um Kohle. Sag mal, geht die Karre kaputt? Sind Gladys Leute schon lange hier draußen? Lang genug. Wenn jemand Infos zu den Scuds hat, dann sie. Mehr oranger Rauch bedeutet mehr Vorräte. Die stehlen unsere Vorräte. Ja, sollen sie mal machen. Ich würde nicht schießen. Warum nicht?
Soll ich lieber gleich hier so? Ziel markiert. Oh, du hast gesagt, du würdest nicht. Aber kein Geld. Es tut mir leid, Jungs, aber der Typ hat gesagt, ich soll nicht schießen. Gut. Irgendwie witzig. War das bei Modern Warfare? Weiß ich gar nicht. Wie hieß der Teil, den ich geskippt habe? Keine Ahnung. Gefällt mir nicht in so einem Canyon. Aber... Schwer vorstellbar, dass ein Fluss durch diesen Canyon floss. Warum? Zeit verändert alles. Ich sehe noch eine Vorratslieferung. Alles klar, Jungs. Aber wieder kein Geld. Ich sehe auf jeden Fall nichts Geldtechnisches. Ja. Ja, nee. Wir haben kurz vor Folgenende. Die können wir eventuell noch machen. Was ist das für Höhle? Die Iraker sind in der Nähe. Unten bleiben. Räume feindliche Lager. Ja, mache ich wohl. Leise. Ich glaube, dieser Tunnel führt zu einem der irakischen Außenposten. Okay. Noch ein Lager. Hier draußen gibt es mehr Panzerung, als ich gedacht hätte. Das könnte andere alarmieren. Was? Das da? Nicht abdrücken. Warum? Sie haben uns bemerkt. Einer weniger. Wichser! Aber auch geil, wo der Speicherpunkt ist, ne? Ist nicht? Du hast geschossen, dann kriegst du jetzt hier den Salat. Hart, hart. Warum hast du so einen scheiß Speicherpunkt gesetzt? Guck mal, hier direkt nach dem Schuss. Gut, so. An der Stelle ist Feierabend.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.